Weil die Rain, die muss nämlich für ihre Quest in ein neues Gebiet und dann wollten wir die schnell hier erledigen, damit wir dann jetzt fresh in ein neues Gebiet gehen können. Wo müsstest du hin? Ihr habt eine Erfolgstruhe errungen. Wieso habe ich das denn? Was denn für eine? Ach, Ratasum-Kartenabschluss. Okay. Da kriege ich jetzt dreifach Transmutationssteine zum Benutzen. Doppelklicken. Kombiniert mit einem Doppelklick die Erscheinungsform eines Gegenstandes mit den Eigenschaften eines anderen. Es muss sich um Gegenstände desselben Typs handeln. Möglich bei Gegenständen bis Stufe 79. Cool. Also wir müssen hier hin. Und ich denke, auf dem Weg könnten wir das Herzchen noch machen. Also das ist... Du Ja, weißt, warte, wo ich öffne auch mal gerade die Karte. das Spukhaus? Und da rechts davon haben wir doch eine Wegmarke. Genau, ja. Lass uns da mal hin. Okay, alte Golem-Fabrik. Genau. 13 Kupfer. 13 ist Kupfer. Diese Kupfer. Wie Diese viel Geld Kupfer. hast du eigentlich, wo wir gerade schon mal bei Geld sind? Ich habe mit meinen anderen Charakteren ein bisschen was hergestellt und verkauft. Ich habe gerade Oh. 9 Silber und 21 Bronze. Na gut, ich habe 10 Silber und 19 Bronze. Ja, Also, wenn ist wir ja. Geld brauchen, dann wir legen dann auch zusammen, oder? Ja, klar. Wenn Ach, hier jemand gibt was es wieder braucht. Golem aus der Kiste. Verkauf kurz ein paar Schrott. Mögen Ach, alle eure kannst du ein Helden Horn endlich gebrauchen? Ein glücklich sein. Glyphenhorn? Ein Nee, Kriegshorn? Okay, dann ich verkaufe ich habe das auch. keine Haupthandwaffe dafür, leider. Ich weiß gerade auch nicht, was ich da benutzen soll. Keine Haupt. Wie, dein Slot ist unbelegt? Nee, ich habe jetzt einen Bogen, aber der ist ja für zwei Hände. Ach so, okay. Das ist also wie bei meinem Gewehr quasi. Ja, genau. Aber ich habe jetzt ja noch den zweiten Waffenslot, aber da weiß ich jetzt nicht, was ich da in der Haupthand benutzen soll, deswegen. Aber Moment, das mit dem zweiten Waffenslot habe ich immer noch nicht gecheckt. Warum denn? Ja, ich kann den gar nicht. Also du hast einen Waffenslot, wo der Bogen drin ist. Ja. Und dann hast du noch einen. Aber wie wechselst du auf den zweiten Waffenslot? Den kann man nur wechseln, wenn da was drin ist. Also ich habe jetzt da ein Großschwert. Und dann klickst du einfach unten neben deinen Skills links auf Waffensätze wechseln. Und dann hast du die andere Waffe in der Hand. Ganz einfach. Den kannst du auch mitten im Kampf wechseln. Das heißt, ich könnte theoretisch mein Zweihandgewehr und dann noch meine zwei Pistolen ausrüsten. Ja, richtig. Wenn ich wüsste, wie das geht. Ich glaube, Drück ich kann mal das H. nicht. Warte, ich drücke H, okay. So, Ja. und du hast ja links die Leiste, Genau. wo deine ganzen Ausrüstungen drin sind. Genau. Da, wo dein Gewehr jetzt drin ist, steht ja eine 1. Genau, und darunter ist Begleithandwaffe, steht da. Genau, und dann Das kannst du ist die da leer. reinziehen. Ja, aber wenn ich das mache. Dann packt er mein Gewehr oben in die Ausrüstung rein. Welches Level bist du denn? 10. 10. Müsste eigentlich gehen. Ja, aber das ist ein Skill, das ein Nee, Ranger, also ein Quatsch. Waldläufer hat. Das haben alle Charaktere. Kann nur das eine Gewehr tragen, mehr nicht. Nein, du darfst das nicht in den gleichen Slot wie dein Gewehr ziehen, sondern in Ich den weiß, ich zweiten weiß. Waffensatz drunter. In wo Begleithandwaffe steht, wenn man über dann mit dem Cursor Nee, drauf kommt. nee, nee, nee. Du hast Haupthand und Begleithand. Dein Gewehr nimmt Haupt- und Begleithand ein. Du hast direkt drunter hast du noch einen Slot. Also zwei Bei mir ist er Slots. leer. Du hast keine zwei Pfeile, wo drauf steht Waffensätze wechseln. Uh-uh. Das kann ja eigentlich gar nicht sein. Na, vielleicht haben Ingenieure das nicht. Kann doch sein. Warte mal. Also Elementarmagier haben das nicht, weil sie die Elemente wechseln können. Vielleicht habe ich das nicht, weil ich meine Kits wechseln kann. So ein Granatenkit oder Ach, du hast auf F1, Flammenwerfer-Kit. F1, F2 und so weiter, also die Kits, die du wechseln kannst. Ne, auf F1 habe ich Elixier, Haar werfen. Das ist ein Heilungselixier. Und dann habe ich einen Überraschungsschuss aus meinem Gürtel auf F2 und auf F3 kann ich Granatensperrfeuer machen. Aber das habe ich auch nur, weil ich mein Granatenkit ausgewählt habe. Dann kann das sein, dass das so ähnlich ist wie beim Elementarmagier, dass du das nicht wechseln kannst. So, ja, okay, dann ist aber auch nicht schlimm. Ich habe übrigens einen Brief von Soja erhalten, sehe ich gerade. Den lese ich mal gerade vor, okay? Dringend, Schwierigkeiten mit eurem Golem-Entwurf. Denker, es hat einen Vorfall gegeben, um den ihr euch kümmern müsst. Ein von euch entwickelter Kammerdiener-Golem ist übergeschnappt und darüber müssen wir uns dringend unterhalten. Ach, und jetzt kommt auch das raus, beziehungsweise zum
tragen, was wir ganz am Anfang in unserer Geschichte, das ist bei Folge 0, festgesetzt haben. Denn unser Golem, den wir entwickelt haben, war ja ein Kammerdiener-Golem, der ganz tolle Martinis machen konnte. Und genau um den geht es in dieser Nachricht. Der Snuff-Preis bedeutet zwar großes Ansehen, bringt aber mit diesem Titel auch große Verantwortung mit sich. Kommt möglichst schnell zu mir, damit wir uns um die Sache kümmern können. Soja. Okay. Aber das machen wir jetzt. Ach, okay, jetzt habe ich eine Questbelohnung. Ah, jetzt habe ich noch ein Gewehr hier. Schön. Guck mal, ein Rächergewehr. Oh, aber die sind alle schlechter als mein Gewehr. Und ich bekomme einen Schwarzlöwenschlüssel. Da machen wir gleich mal eine Truhe auf. Sehr schön. Eine Plakette aus einem eigenartigen Schirm. Ach ja. Ich werde die Gewehre verkaufen, weil mein mächtiges Gewehr ist im Moment ein bisschen mächtiger. Du kannst es auch im Dingshandel verkaufen. Nee, kann ich nicht. Ist seelengebunden. Okay. Okay, ich öffne mal eine Truhe. Zack. Eingeschaltet. Erhält ein zufälliges Werkzeug, eine zufällige Verstärkung und einen zufälligen Trank. Zum Öffnen doppelklicken. Bin ins Wasser gerutscht. Drei Golemitentränke. Okay. Oh, ja, das habe ich mir verdient. Und jetzt gehe ich wieder aus dem Wasser raus, weil ich meinen Kupfererz habe. Nein! Okay. Ich komme dir mal hinterher. Wo bist du hin? Ich bin im Wasser. Warte, ich komme wieder. Ich habe kurz Kupfererz gesammelt. Noch eine Runde schwimmen. Ey, ich brauche auch Kupfererz. Ich brauche das doch viel mehr als du. Wenn ich das abbaue, ist das für dich ja nicht weg. Das ist für jeden da. Oh, okay. Hab nichts gesagt. Genauso wie wenn Gegner oder so irgendwelche Gegenstände haben. Wenn ich das aufnehme, ist das nicht weg. Du hast dann was anderes wahrscheinlich. Okay. Gehen wir mal über die Brücke. Man kann das doch unten... Ah, nee, kann man nicht. Hey. Sorry. Ich hab aus Versehen... Guck mal hier, jetzt kriegt er einen Schuss von mir. Bam! Außer... Wie, was? Außer Reichweite? Toll. Oh, der hat sich... Wow, was macht der? Der hat Schattenschritt. Ja, Schattenschritt. Ich werfe ein Netz auf dich. Was haben wir entdeckt? Die passt... Nee, wie heißt das hier? Voloxian-Passage. Ja, kurz Holz hacken. Das mache ich auch. Moment, wir sammeln hier gerne mal Sachen zwischendurch, weil dann kann ich mir nämlich mal schöne... Oh, warte, da will was von jemand von dir. Donnerschuss aus nächster Nähe. Bam. Was ich sagen wollte, dann können wir uns unsere eigenen coolen Waffen machen. Mhm. Oder Rüstungsgegenstände oder Taschen, was auch immer. Wo kriegst du eigentlich dein Leder her für die Sachen? Von Viechern. Ach, da brauchst du jetzt nicht ein extra Messer, auch Kirschner Messer oder sowas? Nee. Oh, ich hasse das, wenn die Schattenschritt machen. So nicht. Ah. Oh, noch ein mächtiges Gewehr. Ist das mächtiger als mein mächtiges? nee, sogar weniger mächtig. Guck mal, die Blumen sind größer als ich. Ja, größer als ich auch. Schon scheiße, wenn man kleiner als Blumen ist. Ich hätte gerne so einen richtig schönen Sniper hier als Dings, mit einer richtig hohen Reichweite. Das wäre cool. Können hier das Herzchen machen. Das Herzchen? Okay, was müssen wir denn dafür machen? Eine gute Frage. Helft der Brill-Allianz, die Skrit zu erforschen. Oh, ich hasse die Skrit. Provoziert die gefangenen Skrit und beruhigt aufgebrachte Skrit. Fangt Skrit-Diebe ab, aktiviert die Monitore und befragt die IQ-Testsubjekte. Aha. Erzähl doch mal ein bisschen von den Skrit. Was sind denn das für Leute? Guck dir mal die Rattenleute an. Das sind so Rattenleute. Ja. Yeah. Und das sind irgendwie... Also bei den Norn machen die immer voll Ärger und übernehmen die Minen und machen da ihr eigenes Zeug. Und das ist hier eigentlich auch so. Sind auf jeden Fall sehr nervig. Weiß ich nicht. Sind auf jeden Fall irgendwelche Rattenviecher. Ihr riecht anders. Habt ihr was? Rattenviecher. Gefangene. Provoziert die Gefangenen-Skrit. Wie kann man die denn provozieren? Hallo. Was? Hier kann man noch was machen. Brill-Allianz-Monitor. Ah, das ist also so ein Überwachungs... Oh, da ist ja ein Sammler rausgekommen. Ja. Er kriegt eine Ladung Schrot. Oh, die sehen irgendwie süß aus, diese Rattenviecher. Ich finde die total eklig, weiß nicht.
Eigenschaftspunkte. Oh, in der Heldenübersicht H könnt ihr Eigenschaftspunkte ausgeben. Was? Ich bin beschäftigt. Mit Stehen beschäftigt. Lasst uns mal euren IQ testen. Angenommen, ich suche die Quadratwurzel aus 36. Wollt finden, Wurzeln, dreckige Stöcke. Seht ihr? Ich hab's. Wie kann ich sicher gehen, dass ihr eure Blödheit nicht einfach vortäuscht, um meine Daten zu verpfuschen? Oh nein, habt ihr meinen Finger gesät? Denkt nach, denkt nach, denkt nach. Wo hab ich sie zuletzt gesät? Nase? Nein, da nicht. Seid ihr wirklich der Auffassung, eure Finger verlegt zu haben? Lustiges Wort, Flassung, Flassung. Na gut, ich sehe wirklich keinen Grund, mit den Fragen über Metaphysik weiterzumachen. Guck mal, jetzt liegt also er da. Das sind nicht die Schlauesten, wohl. Ich musste eure Intelligenz testen. Tests, hasse Tests, schon gut. Wie viel sind ein Dutzend? Wie viele was? Wohl doch nicht. Welche Farbe bekommt man, wenn man Rot und Blau mischt? Weiß nicht. Also gut, sag mir einfach, was ihr wisst. Einfach alles, was ihr wisst. Und zwar eine ganze Menge. Klatsch. Test abgeschlossen. Gibt er dann einfach um, oder was? Mhm. Ruhen da. Ja, da muss er erstmal ruhen. Versucht man da auf den Dings zu kommen? Weil da oben ist oh, ein Tropenvogel, den muss ich kurz mal angreifen. Tschüss. Irgendwo da oben ist wieder ein Aussichtspunkt. Da oben in der Ecke. Stimmt, da oben, da sieht man es schimmern. Mal schauen, wie schlau die sind. Ich schau was mal wollt grade, ihr? Was? Ich, was? Au. Was ich mit den Eigenschaftspunkten machen kann. Oh je, das muss ich mit dir zusammen machen. Das geht sowieso erst ab Level 11. Hab ich ja gekriegt. Ach so. Du bist schon Level 11, du Sau? Gerade eben. Ein Schulterschutz. Schulterschutz. Kann ich mir den selbst... Oh, ich hab noch keinen. Oh, cool. Zack, aua, mein Kopf. Hört auf mit dem tut mir im Kopf weh reden. Ich hab den nur angesprochen, der ist umgekippt. Nee, das war wegen mir. Ach so. Warum seid Warum ihr seid hier? Stinkende Füße. Geht nach Hause. Verratet mir, Cretin, was ist die Antriebskraft hinter der ewigen Alchemie? Kauderwelsch, Kauderwelsch, ah! Welche magische Kraft strahlt engimodische Wellen aus? Ihr macht mir Angst, husch! Na gut, jetzt mal was Leichtes. Wie viele Zigoneutronen passen in ein Magielektron? Ah! Der kippt um. Ah, ein Allianzmonitor. Machen wir an. Und wir helfen. Das wir helfen ihm hier. Ich möchte ein bisschen kämpfen. Wo sind die Leute, die man angreifen kann? Ah, Moment, ich hab doch gerade so einen Monitor aktiviert. Die kommt doch hinter mir her, da ist er schon. Da gibt's einen Jaguar. Gibt's auch Jaguar, Junge? Ach nee, hab ich ja wahrscheinlich schon. Ich kann Sprungschuss machen. Cool. Noch eine. Hey. Boah, cool, ich krieg hier voll die coolen Sachen. Was haben wir denn da gekriegt? Eine mächtige Büchse. Nee, mächtige Pistole. Brauche ich nicht. Hab ich schon. Kann ich selber herstellen. Oh cool, ich hab ein Ei gekriegt. Cool. Ein Ei? Mhm. Kann man zum Kochen benutzen. So. Ich dachte, da schlüpft was. Da freut sich meine Norn. Nee, das ist nicht wie bei Pokémon, dass da was rausschlüpft. Hast du hier den Speer aktiviert? Nee, Pokémon? Noch nicht. Okay, dann mache ich das auch noch nicht. Kannst ruhig machen, da passiert nicht viel. Ja, doch, man kriegt eine schöne Zwischensequenz. Cool, verfehlt, das gibt's doch nicht. Boah, wie der Wegflog ist. Cool. Oh, hier ist meine Quest. Wo ist denn der Jago hin? Ist weg. Schattenschritt gemacht, der kommt wieder. Brillallianzforschung. Mhm. Ich will wissen, wie man zu dem Aussichtspunkt hochkommt. Komm, wir gucken gleich mal. Ich baue hier noch ein bisschen Kupfer ab eben. Was ist das? Das schwebt. Und es stinkt. Stimmt auch. Ah, ich weiß wie. So. Ich versuche da jetzt mal hochzukommen. Zu dem Punkt. Das ist ja irgendwo außen. Ich versuch's mal von innen. Ich habe schon die Treppen gesehen. Glaube ich. Ja, hier. Bin wieder voll dran vorbeigerannt. Nee, von innen geht's auch nicht. Nee. Nee, hier außen sind Treppen. Also die versuchen die hier die... Das sind richtige Versuchsratten für die Asura, oder? Hier, die Squid. Mhm. So im wahrsten Sinne des Wortes quasi. Bist schon hochgekommen? Mhm. Oh, Moment, da komme ich eben auf deine Seite. Das sieht cool hier aus. Oh, cool, hier gibt's Hängematten.
Das sind fliegende Hängematten. Kann man sich da auch reinlegen? Kann sich auf jeden Fall draufsetzen. Wenn mein doofer Moa jetzt nicht in mir stehen würde. Ich kann ihn verstauen, so. Warum sollte man als Ingenieur, der Fernkampf macht, einen Sprungschuss machen? Weil man damit so schön näher zum Feind kommt? Das ist doch blöd. Ich weiß es nicht. Ah, da sind die Treppen. Also ich lese nochmal vor. Verursacht durch einen Schuss auf den Boden Schaden bei Gegnern in der Nähe und springt auf euer Ziel. Na toll. Ihr seid vor das Grid weggelaufen. Das ist voll cool. Bin nicht weggelaufen. Gerade erledigt. Komm ich denn da hoch? Achso. So, und jetzt hier und jetzt da und jetzt da und jetzt da. Da spinnt die Kamera gerade so ein bisschen rum. Ich glaube, die Hängematte pachte ich für mich. Das ist jetzt meine Hängematte. Ich häng hier an dieser blöden Treppe. So, und so. So, jetzt geht's. Sieht voll lustig aus auf der Map, so. Hüpf, hüpf, hüpf. Eine fliegende Hängematte. Cool, oder? Mhm. Man kann da voll drauf sitzen, das ist total toll. Sehr bequem. So, und jetzt schauen wir uns mal hier das Gebiet an. Da oben ist dein Moa und du. Oh, schön. Voloxian-Passage oder Veloxian-Passage oder irgendwie sowas, ne? Hä? So hieß es doch hier. Ja, Voloxian. Mhm.